Ich bin Monty, ich bin der Vorsitzende von Cash It Deutschland. Was geht ab? Mein Name ist Ben Salomo, ich bin Rapper, YouTuber, Buchautor und natürlich auch Gemeindemitglied. Ich bin Avital und ich bin Vorstandsmitglied der Jüdischen Studierendenunion Deutschlands. Меня зовут Илья, я оперный певец и живу в Германии больше чем 28 лет. אני אבישג, אני נולדתי בישראל, אני גרה בגרמניה 16 שנה ואני חברה בקהילה היהודית. Name ist Marion. Ich liebe meine Enkelkinder, ich liebe meinen Hund und das Leben. Also ich bin in Deutschland aufgewachsen in jüdischen Gemeinden und das hat mir persönlich sehr, sehr viel Rückhalt gegeben. Egal was passiert, ich kann immer darauf zurückfallen. In Gemeinden suche ich dieses Gefühl, dass ich sowohl als Israeli wie auch als Liberal wirklich willkommen bin, so wie ich bin. Ich bin schon zufrieden. Ich finde, in den letzten 10, 15 Jahren haben wir ganz tolle Entwicklungen gemacht hier in Deutschland. Natürlich gibt es Sachen, die man verbessern kann. Und ich finde aber, es liegt an uns allen, uns da einzubringen. Die jüdische Gemeinschaft ist für mich sehr wichtig, da wir aus dem Sowjetunion leider nicht mehr иметь большой доступ к нашей еврейской жизни. Мой сын, например, учился в еврейской школе. Это для меня было очень важно, что он впитал в себя культуру еврейского народа, и здесь он мог себя полностью реализовать. Manchmal sind Gemeinden zu politisch. Manchmal rückt das, wofür die Gemeinden eigentlich da sein sollten, das Menschliche, das Miteinander in den Hintergrund. Aber genau in solchen Momenten muss man sich darauf besinnen, dass die Gemeinden aus Menschen bestehen. Die jüdische Gemeinde ist natürlich auch der Ort oder die Institution, die für eine jüdische Bildung der Kinder sorgen kann. Wir müssen uns auch überlegen, das ist meine persönliche Meinung, wie wir damit umgehen, mit dieser Tatsache, wenn zum Beispiel jemand nur ein Papa-Jew ist, in Anführungsstrichen nur. Ich wünsche mir auch eine starke weibliche Repräsentanz innerhalb unserer Gemeinden. Gemeinde bedeutet für mich ein Ort, in dem ich mich selbst weiterentwickeln kann, von dem ich aber auch ungeheuer profitiere, von der Gemeinschaft. Dass man das Gefühl hat, dazu zu gehören. Und sehr oft so, dass in den Gemeinden sehr viel für die Jugend getan wird und für die Kinder, wenn man immer sagt, die Jugend und die Kinder, das ist die Zukunft. Und natürlich auch für die älteren Gemeindemitglieder und die Senioren, die natürlich sehr aktiv sind. Aber gerade so im mittleren Alterssegment verliert man die Leute sehr. Und da müsste man mit mehr Kreativität rangehen und schauen, wie kann man die mehr einbinden. Wir werden hier nach unserer Meinung gefragt und der Zentralrat kann sich das anhören und schauen, wo können wir was verbessern, wo können wir, in welche Richtung müssen wir gehen, damit wir halt auch die Fragen, die uns jetzt begegnen in der heutigen Zeit, damit wir auch die richtigen Antworten darauf parat haben. Ja, natürlich mache ich mit beim Gemeindebarometer. Also es ist eine tolle Möglichkeit, seine Meinung zu sagen. Gemeinde ist für mich wie eine große Familie. Eine Familie ist manchmal nicht ganz funktional, aber am Ende des Tages hat man sich lieb und die jüdische Gemeinde ist dann meine Familie in einer größeren Version. Lalot online, le malet barometer, velashpia.